ich bin jetzt eigentlich auch schon am Packen bzw. fast fertig. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es zurzeit aussieht. Ein paar Make-up-Taschen bzw. eigentlich nur eins. Hier habe ich zumindest alles gewandt gestapelt. Das wäre Koffer Nummer 1 und da drüben findet ihr im Arbeitszimmer Koffer Nummer 2. Ein paar Boots, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich hier noch meine Nike-Sneaker. Ein schwarzes Kleid, was ich sehr gerne trage. Schwarze Hose. Gut, der Schal ist vielleicht übertrieben, aber man weiß ja nie. Ansonsten eben Jeans und eine Denimjacke, eine rosane. Das wäre mal mein Trolley. Und da drinnen findet sich einfach alles Mögliche von Schuhen über Gewand über, ja. Das sind die Taschen und die Boots. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die jetzt unbedingt brauche oder ob ich die verschicke. Wir haben nämlich festgestellt, dass beide Koffer viel zu viel haben. Und vom Gewicht her wird es einfach zu viel sein, deswegen dachten wir, gehen wir doch mal auf Nummer sicher und nehmen noch hier deinen kleinen Trolley mit Gewand und so weit hätten wir alles. Der kleine Hund ist auch schon startbereit. Grace, bist du nervös? Du hast keine Ahnung, wo es hingeht, hm? Vor allem, weil sie schon die ganze Zeit beim Packen zugesehen hat und jetzt schon so eine Vermutung hat, oh oh, die gehen jetzt mal weg. Sie kommt jetzt noch nicht mit mir. Das kommt dann erst, wenn wir quasi gemeinsam umgezogen sind und ich mein Final Apartment habe. Yay! Auf geht's zum Flughafen! Adventure! Jetzt, wir haben Übergepäck. Dementsprechend mussten wir dieses Übergepäck bezahlen. 165 Euro über Gepäck. Hast du gesagt, wie viel es kostet? Ja. Hast du gesagt, dass da noch ein Dritter mitfliegen hätte drin? Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, aber da hätte noch ein Dritter mitfliegen können. Was hast du dir Schönes genau? Gar nichts, zeig das nicht, ich schäme mich. Morgen, ihr Lieben. Das hat gestern ein bisschen abrupt geendet. Wir sind dann am Flughafen angekommen. Die U-Bahnen, in die wir hinein wollten, waren alle komplett voll. Nachdem irgendwie so ein Karneval-Weekend jetzt in Notting Hill ist. Und das hat uns ein bisschen den Plan kaputt gemacht. Und wir sind dann gegen 10 oder wann? Halb elf. Halb elf hier in Manor House angekommen. Und jetzt geht es erstmal frühstücken nach dem gestrigen Tag mit Transitfliegen. Also das war so ein bisschen, naja, ging gut angekommen. Ich hoffe, mein kleines Bye-Bye-Welcome-Video hat euch gefallen. Und ich konnte euch ein wenig auf meine kleine Reise mitnehmen. Und ja, ihr werdet bestimmt noch von mir hören. Also von daher, tschüss und bis bald.